Hallihallo YouTube und hallihallo meine lieben Dias Ex-Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge. Mal schauen. Ich habe ein bisschen an die Grafikeinstellungen variiert. Mal gucken, ob es läuft. Und ich spiele jetzt gerade in DirectX 12. Mal schauen, was das nochmal bewirkt. Also sollte ich Performance-Probleme haben, verzeiht es mir bitte. Das Ganze ist noch ein bisschen hier in meiner Testphase. Ich hoffe, dass ich das noch rechtzeitig schaffe. Nee, dass ich irgendwann mal am Ende des Spiels bin und dann. Ja, ne? Das wär richtig doof. Genau, was gibt's Neues? An sich nichts. Nichts. Ich bin immer noch genauso fertig und müde vom Renovieren wie vor einigen Wochen und Tagen. Ich nehme mir aber noch die Zeit. Dieses Spiel zu spielen hat einfach den Hintergrund, weil ich es sehr interessant finde. Bis jetzt. Also mal schauen, was sich noch ergibt. Genau. Ansonsten müssen wir jetzt auf einen riesen fetten Ladebalken warten, was mich jetzt ein bisschen irritiert. Ich hoffe, das startet heute noch irgendwann mal. Genau. Und jo. Was soll man noch sagen? Eigentlich können wir das mal durchlesen, oder? Uta Putkovili. Oh Gott. Habe ich das richtig? Das habe ich mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen. Noradisch, Nikola. Oh Gott, die Namen, hey. Da. Wir spielen lieber. So. Gucken wir mal. Jetzt läuft es ein bisschen dynamischer. Und schauen wir mal, was können wir machen? Nichts, nichts, nichts. Muss. Lager. Ich habe ein Lager. What the fuck? Cool. Nächste Seite. Nur zurück. Ich möchte nicht durchlesen. Ich will nur schauen, ob man jemand verhindert, getötet zu werden. Steht das jetzt da drin? So. Was haben wir noch? PDA. Den holen wir doch. Zock, zock, zock. Zock, zock, zock. Müssen wir den durchlesen? Nee, müssen wir nicht durchlesen. Ja, schauen, ob da was drinsteht an Codes oder so. Eine Mappe mit Fotos und einen Stadtplan von Prag. Aha. Okay. Bringen wir das was? Oh, guck. Ich habe wieder so ein Dingselbums da erhalten. So, schließen. Nein, ja, damit es Ruhe gibt. Ich hab die App nicht. Ich geb's zu. Ich hab die App nicht, Mann. Egal. Nervt mich nicht. Und ich habe kein Spiegelbild. Ich bin sehr enttäuscht. Früher, beim ersten Deus Ex hat man sogar ein. Hat man sogar ein Spiegelbild gehabt. Ich bin gerade echt schwer enttäuscht. Naja. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ha, ha, ha. Aufheben, Zubehörteile. Ah, cool. Lauter mal. Ich hoffe, meine Atemgeräusche hört man nicht so sehr. Ich glaube, der labert nur Scheiße, oder?
Da steht T halten, aber wenn ich T halte, funktioniert das irgendwie nicht. Oder bin ich bescheuert? Und mein System buggt irgendwie. Egal. Schauen wir mal weiter. Jo! An sich, ich glaube, also ich habe das Gefühl, das läuft durch meine Einstellung viel flüssiger. Zeitung lesen. Da nichts drin. Genau. Was? Die kann man benutzen? Ich kann mich duschen? Also normalerweise würde diese Blechdusche. Warum hat man Absätze bitte? Normalerweise würde dieser Boden von der Dusche eingedrückt werden, oder? Oder zerkratzt werden. Naja, egal. Und das geht auch nicht. Der hat Metallhände. Leute. Metall auf Glas. Und jetzt ist sie sauber. Naja. Ja, man ist nicht so realistisch. Ich bin so viel, ich bin so, wie nennt man das? Naja. Pingelig, glaube ich, ist das richtige Wort. Kann ich auch in die Steckdose lang? Aber das Bild ist schon cool. Also, es gibt, ist jetzt nicht so trockener, klar. Waschmaschine. Wenn wir mal jetzt anmachen. Genau, was wollte ich sagen? Ach, genau, ich hoffe. Vorhänge auf. Vorhänge auf. Was soll ich sagen? Genau. Ich hoffe, man hört nicht so sehr meine Atemgeräusche. Irgendwie hat sich mein Mikrofon verstellt. Das ist mir letztens aufgefallen in der Aufnahme. Da hat man jedes. Von wem? Abspiel. Call-Nummer gespeichert. Genau, wo war ich stehen geblieben? Zufällig in einem Video habe ich das mitgekriegt, dass ich da meine Raschelgeräusche im Hintergrund habe und mein Schnaufen. Kann vielleicht auch dran liegen, dass ich so ein bisschen Schnupfen habe oder ein bisschen, keine Ahnung. Gehen. Aber ja, keine Ahnung. Ne? Also ich hoffe mal, wenn, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Dann versuche ich es vielleicht nochmal umzustellen. Sollte euch was auffallen. Genau. Ansonsten habe ich jetzt gerade nicht gecheckt, wo der Sound herkam. Deswegen ist mein Hä? Weil, achso, da oben sind Lautsprecher. Schublade. Ich brauche ein Messer. Oh ja. Bier oder was war das? Soda. Wein, ja, war klar. Der Typ hat definitiv ein Alkoholproblem. Aber sowas von. Zubehörteller. Credits. Aha. Kann ich was drauflegen? Ach nee, war man. Ich kann diese blöde Herdplatte. Also, ich kann jeden Scheiß. Echt jeden Scheiß. Umgerät. So. Kann man die Hütte abfackeln? Ich glaube nicht, oder? Benutzen. Schublade haben wir schon geöffnet. Das E-Book haben wir auch schon gelesen. Den Kühlschrank. Ach komm, Mann. Ich will ihn eigentlich nicht greifen, ich will ihn aufmachen. Was denn dabei? Oh, das war Absinth, oder? Und aufmachen, nee. Komm, alles anmachen. Wir treiben dieses Ozonloch an. So. Was haben wir da noch? Aha. Abkürzungsmantel.
Was denn ein Abkürzungsmantel? Habe ich gerade richtig gelesen? Miller, hier ist Jensen. Nein, das wollte ich nicht machen. Endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns. Entschuldigung. Oh, alles rot. Multitool. Ist ein tragbarer Mehrzweck. Hacker-Einheit wird damit ein gesichertes Gerät geschlossen. Okay. Munition. Einschuss mit Projektilen aus. Okay. Man soll bei den Bierzellen. Also kann scheinbar was damit bauen, oder? Was haben wir hier? Chronik. Ungelesen. Ist echt ungelesen. Okay. Ungesendete Nachricht. Kein Betreff. Nix weiter. Story-Objekte. Zurück. Okay. Und das. Das noch. Ja, den kennen wir schon. Mann. Dass ich den scannen muss. Ich will den nicht. Schließe die Go ab. Und Bonuspraxis freizugeben. Aha. Ja, nee, ist klar. Und hier? Was soll ich hier machen? Hier kann ich nichts machen. Kollegez. Kollegez. Nix, nix. Inventar. Geht das weg? Ah, das sind... Okay. Mal jetzt durchblättern. Das ist auch los. Sammel Zubehör. Damit kann ich also meine Waffen dann fixen. Granaten. Mal schauen, das meiste kommt dann eh im Spiel. Dreiecke. Ausschalten. Das sind damit die blöden Nachrichten wechseln. Linke Maustaste und runterziehen. Das habe ich gestern gemacht und irgendwie ging das nicht. Oder bin ich so doof dafür? Wenn nämlich jedes Mal mit dem blöden Menü rumzurödeln, nervt mich schon. Genau. Drehen. Und es ging nicht. Hab das nämlich auch da reingepackt. Drehen. Ich will das nicht ausrüsten. Ja. Anpassen, bewegen, ablegen, anpassen. Was kann man denn machen? Munitionskapazität. Nee, ich will das nicht anpassen. Mann. Ist das diese komische elektrische? Naja, toll. Ich will hier, die wäre gar nicht so schlecht. Wobei, die ist auch nicht so stoff, oder? Das geht nicht. Drehen, drehen, drehen. Ist irgendwas, mache ich noch falsch. Warte mal, wo war das? Gesundheit herstellen, Energie, Inventar. Ne, das von hier in den Taboran, das Mann. Granaten. Ah! Ausschalten, Steuerungsschema. Steuerungsschema? Oh ne. Herstellen. Ne. Wo war denn das? Das war doch gerade noch da. Bin bekloppt, hä? Energie. Nein. Schnellinventar, da. Der Schnellinventar ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff auf Ihre Gegenstände. Drücken Sie Tabular, um auf das... Achso, Tabular, ah, okay. Man sollte vielleicht auch mal lesen. So. Geht trotzdem nicht. Leute. Aha, okay. Schnellinventar. Da, Tabula. Wählen Sie ein Objekt und drücken Sie die entsprechende Zahl. Ah! Mmh. Ah, es geht doch. Man muss halt nur lesen, ne? Man muss halt nur lesen. Genau, was haben wir noch? Was sind das hier eigentlich?
Übertaktungssoftware, Schmerzmittel, Soda, machen wir 5, 6, untersuchen, kombinieren, mit was könnte man das kombinieren? Mit dem? Das wäre eine, ein Frevel wäre das. Untersuchen, was macht der? Was sind, so? Okay, also regeneriert. Ist okay. Nein, ich pups jetzt gerade nicht. Mein Rücken tut mir weh. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht? Nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. E halten, T halten. Ah, Leute. Roller immer finden. Dort hinreisen. Nebenmission, Hauptmission. Was ist jetzt meine wichtigere Mission? Nehmen wir die? Nehmen wir die. Der hat's eilig gehabt. Der hat gesagt, der hat's eilig. Aber davor will ich noch Fernsehen schauen. Fernsehen. Ich muss mal den Sound hier lauter stellen. Option Audio. Sprach. Und Musik ein bisschen dafür leiser. So. Ich hab doch gerade. Lass mich raten. Da stand bestimmt Speichern und ich habe nicht auf Speichern gedrückt, oder? Nee. Der Titel. Ja, das passt, ist okay. Soundeffekt ist eigentlich okay. Zurück, zurück, zurück. Okay. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Seraph. Ich habe von dem Anschlag in Prag gehört, ist in allen Nachrichten. Wurde jemand verletzt, den Sie kennen? Sie kennen mich. Ich bin ein Einzelgänger. Erstaunlich, dass Sie wissen, dass ich hier bin. Interpol hat mich angerufen, als Sie sich für den Job beworben haben. Im Rahmen Ihrer Überprüfung. Ich habe Sie nachdrücklich empfohlen. Danke. Was wollen Sie? Was ich will? Tja, Adam, ich weiß, ich habe fragwürdige Dinge getan, aber in den letzten 2 Jahren ist viel passiert. Bei uns beiden. Reizt man den, oder? Offensichtlich sind sie trotzdem auf ihren Füßen gelandet, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich hatte Glück. Ich wäre in Panchaya fast gestorben, als ich auf die Rettungsteams wartete. Und danach habe ich viel Zeit mit der Reha verloren. Sie waren in Detroit und haben gesehen, was mit Seraph Industries passiert ist. Ja, schon mal gesehen. Irgendwann. Die Menschheit hatte Angst vor dem Potenzial, das wir angeboten haben, und schlug zu. Einbruch ins Gebäude, Plündern und Brandschatzen. Und die Asgaier von Taiyong Medical haben den Rest verschlungen. Manchmal muss ein Traum sterben, damit ein neuer aus der Asche auferstehen kann. Haben Sie mal mit Pritchard geredet? Frank? Ich glaube, der hat sich von uns allen am wenigsten verändert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass er sich nicht ändern musste. Mit Sicherheit. Aber wenn die Welt sich so verändert wie unsere, bleiben alle auf der Strecke, die sich nicht anpassen. Frank ist jetzt selbstständig, macht aber immer noch Computersicherheit in Detroit. Keine Ahnung, ob sich das je ändert. Haben Sie was von Megan gehört? Nach allem, was wir durchgemacht hatten, dachte ich, sie bleibt bei mir. Aber sie wollte ja immer ganz vorne sein. Sie hat in Detroit keine Zukunft für sich gesehen, also ging sie zu Versalife. Sie ist nach Hongkong gezogen? San Francisco. Sie haben dort eine Offshore-Anlage.
Rockasecca Beach kommt häufiger in den Nachrichten. Kalifornien also. Ob sie das ihrer Mutter erzählt hat. Mein Sohn, ich kann Ihnen nur raten, sie zu vergessen. Denn sie hat uns mit Sicherheit vergessen. In ihrer Nachricht hieß es, Sie reisen nach London. Urlaub oder geht es um den neuen Traum? Ich treffe mich mit der Santo Group, mit Nathaniel Brown und seinen Investoren. Santo? Die haben den Utulek-Komplex gebaut, das Opti-Ghetto hier in Prag. Warum treffen Sie die? Brown hat große Pläne. Er will echte Lösungen, die zukunftsweisend sind. Haben Sie von der Safe Harbor-Initiative gehört? Ich habe von Rabia gehört, der Stadt hinter Mauern, die er und seine Firma für Optis in der Wüste bauen. Rabia ist nur ein Teil davon. Wir reden von autarken, energieeffizienten Archäologien, die überall auf der Erde errichtet werden können. Städte von Augmentierten für Augmentierte. Wo der Traum von der eigenkontrollierten menschlichen Evolution weiterlebt. Es mag im Moment nicht so aussehen, aber eines Tages werden die Menschen den Zwischenfall hinter sich lassen. Und dann werden wir dafür bereit sein. Unser erneuter Kontakt freut mich, Alan. Ich habe mich immer um Sie gesorgt. Der Anschlag gestern... Wir haben nicht wegen des Anschlags angerufen. Fragen Sie einfach. Es ist nicht wichtig, wirklich. Ich brauche nur eine Unterschrift für die Konkursunterlagen. Sie brauchen meine Unterschrift? Es gab eine bürokratische Verwechslung, weil Sie ein Jahr lang für tot erklärt worden waren. Das Apartment in Detroit lief auf Ihren Namen, obwohl wir es bezahlten. Okay, schicken Sie mir die Unterlagen. Danke, Alan. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Auf Wiedersehen, Seraph. Alles klar. Im Übrigen habe ich jetzt mitgekriegt, was, was mit meinem Sound war. Ich habe vergessen, meinen rechten Kopf heraufzusetzen. Genau. T. Eintrag anzeigen. Da steht halten. T halten, alle entmarkieren. Was denn entmarkieren? E? Zurück. Meter. Okay, also... Tabular? Nee, ich will den machen. Ach nein, ich muss den machen. Ich muss das ja überprüfen. Ich muss meinen... Genau. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten lasst mal einen Kommi da und eine Bewertung. Und dann starten wir die Mission Überprüfung der TF-29. Alles klar. Dann ciao, ciao, bis später.